Die Freien Wähler haben im Bayerischen Landtag viele Gäste zu einem Pflegekongress empfangen. Pflegende Angehörige am Limit, was tun? So die Fragestellung. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und pflegepolitische Sprecher Prof. Dr. Peter Bauer machte bei der Veranstaltung darauf aufmerksam, dass pflegende Angehörige oft unter großen psychischen und physischen Belastungen leiden. Die Politik müsse Betroffene entlasten und schnellstens handeln. Erstens müssen sie Hilfestellungen bereitstellen, zum Beispiel eben den Pflegedienst besser organisieren. Zweitens müssen sie auch bei Problemen, die es gibt während einer Pflege, bereitstehen und Hilfsangebote bieten, zum Beispiel durch Pflegestützpunkte. Und letztendlich drittens muss auch das Finanzielle stimmen, weil pflegende Angehörige, und das sind ja Frauen in aller Regel, haben ja, wenn sie richtig pflegen, keinen vollen Beruf mehr auszuüben. Das bedeutet, sie haben dann später eine Rentenlücke. Das bedeutet, Altersarmut ist bei Frauen vorprogrammiert. Auch die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf müsse verbessert werden. So sollen Arbeitnehmer im Bedarfsfall schnell und unkompliziert eine berufliche Auszeit nehmen können. Das Landespflegegeld von Ministerpräsident Söder sei dagegen ein billiger Wahlkampfgag, denn es habe viele Nachteile. Erstens, es ist völlig einkommensunabhängig. Das heißt also, ja, jemand, der halt eine Villa auf Mallorca hat oder so, der kriegt genau die 1.000 Euro wie jemand, der es braucht. Zweitens, es gibt Umfragen und da werden die Schwerpunkte, werden die pflegenden Angehörigen gefragt. Da sagen sie eben, die unterstützenden Angebote sind für sie ganz wichtig. Die Entlastung ist ganz wichtig. Das Geld kommt erst an zweiter oder dritter Stelle. Geld brauchen sie natürlich auch, um sich Pflege einkaufen zu können, das ist ganz klar. Aber es besteht halt auch bei verschiedenen immer wieder, und das ist halt einfach die Lebenserfahrung, dass das Geld nicht für die zu Pflegenden verwendet wird, sondern vielleicht für den Konsum. Wir brauchen intelligentere Lösungen, erklärte Bauer. Die pflegenden Angehörigen müssten durch ein zusätzliches Angebot entlastet werden. Ein wichtiger Baustein dafür sei die Kurzzeitpflege. Diese müsse dringend ausgebaut werden, forderte auch Brigitte Bürlen, Vorsitzende der Wir-Stiftung Pflegende Angehöriger. Kurzzeitpflege ist deshalb so wichtig, weil ich ja jederzeit auch mal raus können muss aus dieser Pflegesituation. Es kann sein, dass es mir nicht gut geht. Es kann sein, dass ich selber in meiner eigenen familiären Situation einfach an einen Punkt komme, wo ich die Pflege aussetzen muss. Es kann auch sein, dass ich ganz einfach, ganz banal mit meinem Mann Urlaub machen möchte, weil der nämlich jetzt Urlaub hat und so ein Stück weit ich vielleicht auch noch meine Ehe leben möchte. Und für alle solche Situationen brauche ich die alternative Kurzzeitpflegeplatz. Und da kann ich nicht erst Riesenanträge stellen und schauen, ob vielleicht in 500 Kilometern irgendwo ein Kurzzeitpflegeplatz frei ist. Die Kurzzeitpflege müsse spontan und vor allem wohnortnah möglich sein. Auch für die Förderung alternativer Wohnformen setzen sich die Freien Wähler im Bayerischen Landtag ein, insbesondere für Demenzkranke. Die Pflege müsse für die Zukunft besser aufgestellt werden, denn die derzeitige Situation in Bayern sei weder für Pflegende noch für die Pflegebedürftigen selbst akzeptabel, moniert Bauer. Um beiden eine starke Stimme zu geben, brauche Bayern eine Pflegekammer. Dafür wollen sich die Freien Wähler weiter einsetzen.